Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier bei mir auf dem Kanal. Und zwar handelt es sich um nichts Geringeres als Geheimakte 2, Puritas Cordis. Und ja, wie ihr schon der Musik im Hintergrund entnehmen könnt, wird es wahrscheinlich ziemlich episch. Und ich muss sagen, ich habe mich schon sehr, sehr, sehr lange darauf gefreut, dieses Spiel zu Let's Playen. Ich habe im Juli 2014 angefangen, den ersten Teil Geheimakte Tunguska zu spielen. Und wollte danach nicht direkt mit dem zweiten Teil weitermachen. Ja, und aus nicht direkt sind dann halt mal fast 4,5 Jahre geworden. Aber nun geht es los. Und ich würde sagen, mit diesem epischen Soundtrack, den ich wirklich sehr geil finde, starten wir einfach mal in ein neues Spiel und schauen, was passieren wird. Es geht ja schon gut los. Der alte Pfarrer und der Friedhof. Och nö. Ist da jemand? Ach du Scheiße. Oh, das geht schon gut los, wie die eben aufgestanden sind. Einige Stunden später. Zielperson Perry befindet sich im Gebäude. Starten Phase 2 und gehen rein. Ich komme mit diesem Pergament einfach nicht weiter. Aber nach dem wenigen, was ich bereits übersetzen konnte, hatte Bruder Matthew in seinem Brief vielleicht tatsächlich recht. Werter Bischof Perry, dieses Pergament fanden wir vor einigen Tagen bei Renovierungsarbeiten in der Krypta unserer alten Dorfkirche. Wenn man die Qualität und den Zustand des Papiers betrachtet, muss das Dokument mehrere Jahrhunderte alt sein. Der Grund, warum ich es euch schicke, ist aber ein anderer. Seit dem Fund sind hier merkwürdige Dinge passiert. Es wurde bereits zweimal eingebrochen und einer unserer Brüder ist spurlos verschwunden. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich etwas mit dem Pergament zu tun hat, da wir den Text bisher leider nicht entziffern konnten. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir da auf eine ganz große Sache gestoßen sind und vielleicht auch auf eine ganz gefährliche. Setzt mich bitte in Kenntnis, sobald ihr Näheres über das Pergament oder dessen Inhalt herausgefunden habt. Hochachtungsvoll, Matthew Wakefield. Ein bisschen werde ich noch versuchen, dieses mysteriöse Pergament zu übersetzen. Und morgen kann mir William Patterson hoffentlich weiterhelfen. Schließlich sind die Geheimschriften des Mittelalters ja sein Spezialgebiet. Keine Zeit, bin beschäftigt. Das Büro von Bischof Perry ist zurzeit nicht besetzt. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Bischof Perry, hier spricht Superintendent Falk, Mordkommission Ashford. Ich...
Bischof, ich muss Sie dringend sprechen. Es geht um den Mord an einem Priester, einem gewissen Matthew Wakefield. Wir haben seine Leiche vor einer Stunde gefunden. Zeugen haben von zwei Männern in schwarzen Kampfanzügen berichtet. Wakefield hat uns einige Tage vor seinem Tod eine Nachricht zukommen lassen, die wir... Aber das ist jetzt nicht wichtig. Jetzt, da er tot ist, bekommt diese Nachricht plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Eine sehr beunruhigende Bedeutung. Bischof, ich muss Sie dringend sprechen. Es könnte sein, dass Sie in großer Gefahr sind. Wir müssen... Die Leitung ist tot. Wakefield wurde ermordet? Aber das kann doch nicht. Sein Brief. Ich habe doch erst vor kurzem noch diesen Brief von ihm bekommen. Verdammtes Fenster! Ach, du ahnst es nicht. Rot 3, um Zielperson kümmern. Ich sichere die Ausgänge. Bestätigt, Rot 2. Zwei Männer in schwarzen Kampfanzügen. Die suchen mich. Ich muss hier raus. Und ich muss dieses Pergament in Sicherheit bringen. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber anscheinend ist es so wichtig, dass Wakefield dafür sterben musste. Gott, steh mir bei. Okay. Und damit sind wir auch direkt schon im Spiel drin und es geht schon direkt hier, ja, direkt mal gut, direkt. Es geht gleich hier schon heiß ab. So, da ist die Tür, da ist der Schreibtisch. Was können wir denn mit dem Schreibtisch machen? Da ist noch eine Tür und hier ist noch ein Bücherregal. Hier werden die vorbestellten Bücher abgelegt. Laut der Liste hat sich William Patterson für geheimschriftliche Symbolik eintragen lassen. Ebenso wie Dr. Lucy Forrester. Vielleicht wäre es eine gute Idee, meinem Freund William Patterson das Pergament zukommen zu lassen. Ihm kann ich vertrauen. Und er ist ja schließlich auch Experte für solche Schriften. Ja, das klingt doch schon mal gut. Wo haben wir denn das Pergament? Und das im Inventar? Pergament. In das Buch. Gute Idee. Jetzt muss mir aber noch was einfallen, damit das Buch diesen Typen nicht in die Hände fällt. Okay, wir nehmen das. Das trägt den Titel Geheimschriftliche Symbolik. Wir nehmen das Buch. Wir stecken es wieder zurück ins Bücherregal. Schriften und Bildschriften in den europäischen Religionen. Ach, komm schon, schnell. Das Buch trägt den Titel. Ja, ja, ja. Außerdem ist von einem Propheten Zandona die Rede. Oh. Von dem ich noch nie gehört habe. Im Gegensatz zu Professor Patterson bin ich leider kein Experte für mittelalterliche Geheimschriften. Er könnte damit sicherlich mehr anfangen. Okay, dann tun wir das Buch ins Bücherregal zurück. Perfekte Tarnung. Hier werden es diese Typen wohl nicht so schnell finden. Jetzt aber nichts wie raus hier. Und dann sehen wir zu, dass wir Land gewinnen. Ich muss jetzt unbedingt noch dafür sorgen, dass William Patterson das Buch morgen vor Dr. Forrester in die Hände bekommt. Beide haben sich für das von mir versteckte Buch eingeschrieben. Und die Gefahr ist groß, dass Dr. Forrester das Buch vor William Patterson in die Hände bekommt. Okay, was haben wir da für ein Türschild? Dr. Lucy Forrester, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Okay, beide haben sich eingetragen und wir können noch nicht mehr zurück. Sekretariat. Aber vielleicht können wir im Sekretariat. Unsere Sekretärin hat abgeschlossen. Pflichtbewusst wie immer. Ist schlecht. Hier ist noch ein Fenster. Wenn mich nicht alles täuscht, ist da hinten am Tor ein schwaches Licht. Ob ich hier jemals lebend rauskommen werde? Okay, wir gucken uns nochmal die Tür hier an. Die Tür ist verschlossen. Okay, wir haben also keine Chance irgendwie. Es gab mal so ein Highlight-Key im ersten Teil. Ich weiß nicht mehr, ob es den noch gibt. Oder hier noch was aus dem Fenster? Nee, ne? Türschild, Tür. Hast nicht gesehen. Okay, komm dann. Es knistert schon. Das ist viel zu hoch. Da kann ich nicht einfach aus dem Fenster springen. Okay, es ist viel zu hoch. Leertaste war es, glaube ich. Ja. Hier ist noch ein...
Wenn mich nicht alles täuscht, ist da hinten am Tor ein schwaches Licht. Ob ich hier jemals lebend rauskommen werde? Okay, wir können noch die Treppe runtergehen. Die Tür ist verschlossen. Ich habe doch einen Schlüsselbund. Natürlich, er ist ja der Bischof. Also wenn er keinen Schlüssel hat für sein... So, jetzt ist die Tür offen. Gut, wir gehen mal kurz da rein. Okay, wir haben hier einen Schreibtisch. Vorlesungsplan. Aktenschrank. Und einen Brief. Der Brief von Vicar Matthew Wakefield. Werter Bischof Perry, dieses Pergament, der Grund... Den kennen wir ja schon, den skippe ich gerade mal. Vielleicht können wir hier bei dem Vorlesungsplan irgendwas schieben. Der Vorlesungsplan für diese Woche. Vielleicht könnte ich mit Hilfe dieses Plans dafür sorgen, dass William Patterson morgen früh das Buch auch wirklich vor Dr. Forrester bekommt. Ja, wir nehmen einfach Forresters Magnetschild und... So, jetzt ist sichergestellt, dass Dr. Forrester mit ihrer vorgezogenen Vorlesung beschäftigt sein wird. Mein Freund Patterson hingegen wird morgen früh keine Vorlesung mehr haben und sich dann hoffentlich auch gleich um sein vorgemerktes Buch kümmern. Perfekt. Jetzt aber nichts wie raus hier. Am besten gehe ich gleich zur Polizei. Was sind denn das für komische Leute, ehrlich? Und machen sie einen auf professionell, aber sind es nicht. Ist das skurril. Hamburg, eine Woche später. Ja, Papa, ich weiß. Nein, ich will immer noch nicht mit dir zur UN-Hauptversammlung nach New York. Nein, werde ich nicht. Ich brauche einfach mal ein paar Tage Urlaub. Nein, das hat nichts mit der Trennung von Max zu tun. Ach nö. Ja, ganz sicher. Ich denke nicht mal mehr an ihn. Wer ist eigentlich Max? Ja, du hast natürlich recht. Auch wenn er ein verdammter Idiot ist, ich vermisse ihn trotzdem. Aber es ging einfach nicht mehr. Du weißt, dass die Trennung die einzig richtige Entscheidung war. Ja, ich hoffe auch, dass die Kreuzfahrt mich ein wenig auf andere Gedanken bringen wird. Ja, danke. Du, ich muss los, die warten nicht auf mich. Ich melde mich spätestens, wenn ich wieder zurück bin. Ja, ich dich auch. Dann mal viel Erfolg und gut Stein, oder was auch immer man euch Geologen wünscht. Hat sie sich von Max getrennt? Was? Reisen Sie mit diesem Schiff? Oh, es geht schon wieder gut los. Na komm, Käthe. Sehr, sehr seltsam das. Deep Silver Presents. A game by Animation Arts and Fusion Sphere Systems in association with Creatown. Project Lead and Story Marco Zeugner. Engineering Lead and Scripting Martin Meyer. Design Lead and Dialogues Jörg Beilschmidt. Producer Steffen Schamberger. Geheimakte
2. Huritas Cordis.